Was bisher geschah bei FPS Unpopular? Ja. Ich als hässliche Katze wurde immer gemobbt und runtergemacht. Doch du warst immer beliebt und alle mochten dich. Irgendwann hast du gemerkt, dass ich wirklich ganz schlimm gemobbt wurde und hast mir geholfen. Als ich später Beliebte in der Klasse war, hatte ich sogar eine beste Freundin. Und wir verstanden uns super gut. Doch eines Tages sah ich etwas. Du hattest sie dir geschnappt, jetzt war sie deine beste Freundin. Es war einfach untröstlich für mich. Du hattest mir alles genommen, meine große Liebe. Und meine beste Freundin machen würde. Und da du jetzt weißt, worum es geht, kannst du dich von deinem perfekten Leben wohl gleich verabschieden, meine. Sie hätte sich doch melden können. Wir hätten doch alles klären können. Sagen. Wir kennen uns zwar erst seit heute, aber ich hab dich lieb. Findest du wirklich, dass okay, ich hier bei den Boys aufgehört habe? Okay, wo ist mein Jakey-Pupsi-Line? Was? Ja, du bist so lustig. Was macht der da mit dem Wollknäuel? Ich störe ja nur ungern. Aber das da ist noch immer mein Freund. Angel, reg dich ab, das ist nur eine Freundin, ja? Ich möchte aber, dass du mir alle deine Freunde vorstellst. Und dass ich es nicht so herausfinden muss. Also gut, du gehst da jetzt erstmal weg. Und tschüss. Hey, sei doch nicht so fies zu meinen Freunden. Schatz, also wirklich, jetzt verhalte dich doch nicht kindisch. So ein Loser ist doch nicht deine Freundin. Wir kennen uns schon sehr lange. Na und? Ich kenne Taylor auch schon sehr lange und hasse sie trotzdem. Ist Taylor nicht das neue Mädchen? Genau die ist sie. Warum kannst du sie nicht leiden? Warum? Warum? Sie hat mir mein Leben zerstört. Wie hat sie dir denn dein Leben zerstört? Sie hat mir meine beste Freundin weggenommen und meine große Liebe. Schatz, ich dachte, ich bin deine große Liebe. Meine große Liebe von der Grundschule, du Dummerchen. Naja, egal. Okay, sag mir wirklich, wie du dieses Outfit findest. Hallo, Miss. Wie heißt du eigentlich mit Nachnamen? Dawson. Und du? Kay. Du heißt mit Nachnamen Schlüssel? Ja, kann ich denn was dafür? Nein, aber Schlüssel. Naja, egal, Themawechsel. Du hast ja heute auch eine Blume an wie ich. Sogar von der gleichen Marke. Stimmt. Ja, und? Kicher. Oh, bitte nicht.
Taylor ist da. Ich hatte gehofft, sie hätte einen Autounfall. Sei doch nicht so fies zu ihr. Gib ihr doch mal eine Chance. Nach dem, was sie mir angetan hat? Nee, darauf verzichte ich. Okay, du kannst jetzt wieder zu deinen Kumpels. Wie du meinst? Okay, Mädels. Ihr habt gesehen, wer da ist. Der Loser-Puser. Ha, so können wir sie richtig gut auslachen. Oh Mann, Jenny, bist du blöd oder so? Ugh. Ja, genau. Ich meine, auslachen ist doch total out. Was wollen wir sonst machen, du Superhirn? Nenn mich nicht Superhirn. Schließlich bin ich noch immer die beste Freundin von Angel. Und das ist das, was zählt. Oh Mädels, mir gefällt euer Hass. Aber bitte quält mich nicht mit eurer Streiterei. Schließlich ist genug Angel für alle da. Auch wenn Gigi noch immer meine beste Freundin ist. Jenny, du mach keine dummen Sprüche. Und Gigi, du gib bitte nicht an, dass ich mit dir beste Freundin bin. Denn das kann sich auch schnell ändern. Ja, tut mir leid. Was wollen wir denn jetzt machen mit, Taylor? Oder? Ja, ihr Name ist Taylor. Und eigentlich solltest du das wissen. Wir könnten sie später beim Essen total blamieren. Gar nicht mal so eine schlechte Idee, Jenny. Ich werde mir da schon was ausdenken. Jetzt kann sie noch beruhigt sein. Doch, bald kann ihre Ruhe ein Ende nehmen. Taylor, ich bin diesmal in einer anderen Klasse. Wir sehen uns dann später in der Pause, ja? Ja, kein Problem. Ist ja nicht deine Entscheidung. Gut, dann sehen wir uns später. Bye. Bye. Okay, Gigi. Geografie. Ich komme schon, meine Fiesigkeit. Adios, meine Königin. Ach, dann werde ich mal zu Sport gehen. Bah. Okay, Jungs. Ich habe jetzt Sport. Ich habe Geografie und du? Ich auch, dann gehen wir mal. Ja, dann komme ich mal.